So, bevor ich jetzt Steine benutze, um die Mauer fertig zu machen. Machen wir erstmal hier unsere Straßen. Und ganz ehrlich, so viel... Naja, okay, wir haben jetzt eh nicht mehr gerade genug Stein. Wir haben aber genug Klamotten. Wir hätten eigentlich auch genug Reinigungsmittel. Ja, die Taverne mit Met befüllen. Und sobald die nächste Lieferung Eisen da ist, werde ich die Kasernen errichten. So, ein Bienenstock bitte noch hier. Danke. Haben wir 7 Stück, die sollten ausreichen. Schon unterwegs. Ei, alles klar. Verstanden. Schon unterwegs. Ja, und den Bären müssen wir hier dringend loswerden. Also erst den Bären hier los, die beiden Bären loswerden. Am besten, indem wir nur Fernkämpfer benutzen. Weizen kommt. Holz kommt jetzt auch super rein. Kommt jetzt bald Eisen? Ja, da kommt Eisen. Sehr schön. Naja, die Kasernen waren teuer. Die Schmieden. Die Kasernen haben wir ja schon. Und ja, es ist gut, dass wir jetzt endlich so viele Tiere krügen. Oh. Die Tiere migrieren wieder, hm? Das ist immer so doof. So, eine Schwertschmiede. Und eine Bogenmacherei. Gut. Wie gesagt, wir haben jetzt Eisen, dass wir das produzieren können. Wir können auch wirklich jetzt Steine nutzen, um den Weg hier zu machen. Und alle anderen Wege sollten schon Stein sein. Ja. Außer vielleicht zum... Ja, hier können wir noch Steinwege bauen. Und den hier wieder abreißen, den brauchen wir nicht.
Wieso habe ich zwei Bäckereien? Fällt mir gerade so auf. Wo sind wir? Ach, da ist bei der zweite. Okay. Das erklärt, warum ich so wenig Weizen habe. Jetzt mal die beiden upgraden. Da kommt schon wieder Eisen. Eisen läuft gut. Ich glaube, der wird nur damit beschäftigt sein, hin und her zu fahren, während die anderen beiden den Eisen abbauen. So, jetzt wäre aber auch mal wieder Holz notwendig. Ich muss nämlich die beiden upgraden. Dafür brauche ich jede Menge Holz. Erstmal den Bogen machen. Ja, wie gesagt, da muss ich hier. So, die erste Taverne wird beliefert. Das ist gut. Braucht dann noch die zweite Taverne, um den nächsten Deal mir holen zu können. Alles andere ist schon vorhanden. So, gehen wir mal ein Fest aus. Das wäre auch mal notwendig. Oh, eine unglaubliche Wolle. So, weil jetzt steigt die Anzahl der Frauen. Und ja, das Fest können wir uns gut leisten gerade. Oh, hat der Fischer hier nur noch wenig Fisch. Und der hier eigentlich auch. Hm. Mal gucken, ob unsere Fischbestände hier dann zurückgehen. Langsam. Ja, 16 Frauen sind ja schon mal eine gute Hilfe. So, mehr Holz wäre dann nicht schlecht. Da kommt... Ja. Sehr gut, da kommen Kräuter an. Von dem wir auch genug haben. Ah, Holz ist da. Naja, die Räuber sind nicht schlecht aufgestellt. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Und mit Bären werden wir auch noch ein Problem kriegen. Ja, Tios. Jetzt hätten wir halt mehr als genug Geld.
Oh, und der Kasernenmeister ist verheiratet. Gut, im Augenblick ist nichts da, was wir ausbauen könnten oder neu aufbauen müssten. Naja, vielleicht höchstens mal die zweite Taverne errichten. So schön langsam. Gehen wir einfach mal unsere Gebäude durch. Stufe 3, 3, 3 und 3. Stufe 2, Stufe 1, 3. Die sind auch alle 3. Die auch, du auch, du auch, du auch. Du könntest mal mehr Stufen vertragen. Die sind beide Stufe 3, die auch. Ja. Gut, hier ist auch alles richtig auf der Stufe. Und die sind auch auf der Stufe, gut. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Ei! Gut, Marcus. Dann bauen wir mal das Lagerhaus maximal aus, dass wir die maximale Lagerkapazität haben. Und dann werden wir die Mauer schließen. So, Marcus kriegt sogar seine eigene Statue jetzt auf dem Brunnen. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir jetzt mal die Lücke. Wenn wir darauf warten, dass wir mehr Soldaten kriegen. Also noch ein Bataillon Bogenschützen, um den Bären loszuwerden, wäre nicht schlecht. Die Stadtmauer ist repariert. Von außen wirkt Tios wieder so stark und uneinnehmbar wie einst. Ich bin sehr beeindruckt. Tios ist es wieder wert, eine Stadt genannt zu werden. Der Turnierplatz muss fertiggestellt werden. Zuerst benötige ich genug Holz, um mit dem Bau beginnen zu können. Die Stadt Tios muss den Reichtum und die Glorie vergangener Tage wieder aufleben lassen. Schmückt die Stadt mit Bannern, die dem Turnier angemessen sind. Ja, dafür arbeiten wir jetzt gerade. Nun können wir uns ganz auf die Vorbereitung des Turniers konzentrieren. Auf den übernächsten Unsere Titel Gäste hin. Müssen sicher auf dem Turnierplatz eintreffen. Und außerdem müssen wir genug Preisgeld sammeln. Das Geld sollte nicht so das Problem sein.